anschließend an die Punkte von Alice Weidel, was wir ja aktuell sehen, und das ist ja das, was die aktuelle Regierung auch selbst verneint, dass es eine Regierungskrise gibt. Wir haben keinen Haushalt für dieses Jahr, wir haben keinen Haushalt für nächstes Jahr. Man leugnet, dass es diese Probleme in der Form als Regierungskrise überhaupt gibt, die, so wie es auch Frau Esken ja selbst sagt, dass es keine Regierungskrise gäbe. Man glaubt an den Sieg gegen die Ukraine, genauso wie man an Klimaneutralität glaubt. Das sind die Gründe, wie wir uns auch wirtschaftlich deindustrialisieren. Das sehen wir aktuell in dem Energieschock, den Deutschland erlebt. Das ist hausgemacht, das ist Habecks Wirtschaftskrieg, das ist der Importstopp aus Russland, was das Gas angeht, das ist der Anschlag auf Nord Stream, was niemand interessiert, wo auch keine Aufklärung mehr gewünscht ist. Das sind die Abschaltung der Kernkraftwerke, wie wir sie immer wieder kritisiert haben. All das sind Gründe, die wir sehen, dass die aktuelle deutsche Industrie schrumpft. Die russische Wirtschaft zum Beispiel, sie geht weiter nach oben. Der Ukraine-Krieg, den man nicht gewinnen kann, auch das zieht mittlerweile in anderen Ländern, nicht nur in Europa, größere Kreise. Die US-Republikaner blockieren im Senat aktuell das Milliardenpaket für die Ukraine und Israel. Und daran sieht man, dass auch die US-Bürger nicht mehr bereit sind, für fremde Kriege Geld auszugeben. Unsere Bürger auch nicht. Und was wir aktuell erleben, und das ist auch das, was wir fordern von dieser Bundesregierung und was ja auch Olaf Scholz als Kanzler immer wieder in seinem Wahlkampf gefordert hat, das war Respekt. Und wir fordern Respekt für unsere Bürger, Respekt für unsere Arbeiter, für unsere Mittelständler, für unsere Handwerker. Und das erwarten, denke ich, in Deutschland weit mehr als 80%. Auch was aktuell klimapolitisch in dieser Klimakonferenz, in dieser unsäglichen Klimakonferenz, wo nichts Greifbares überhaupt herauskam, wo nur Geld verschleudert wurde, allein was die Anreise von Tausenden von Beamten angeht und beziehungsweise NGOs, was wir dort sehen und auch erleben. Und der Präsident dieser UN-Klimakonferenz, der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Al-Jaber, hat das eigentlich gut zum Ausdruck gebracht. Sein Zitat, Ausstieg aus fossilen Energien ist aktuell absolut unmöglich, wenn wir nicht in Höhlen zurückkehren wollen. Und genau das ist der richtige Punkt. Die Ampel macht Politik für Höhlenmenschen, wir machen Politik für die Bürger. Einsparungen werden möglich. 5,3 Milliarden für die internationale Klimafinanzierung, die kann man 2024 locker streichen. 50 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, den kann man streichen. Das ist das GEG und auch die Wasserstoffstrategie. Der Bund hat nicht zu wenig Geld. Wenn man sich allein die Haushalte anschaut, auch der letzten Jahre, hat sich allein dieser Haushalt im Vergleich zum Haushalt vor 5 Jahren um fast 40% erhöht, um 140 Milliarden Euro. Was wir brauchen, und das ist unsere Forderung, auch haushalterisch, ist ein Kassensturz, um Ausgaben zu kürzen, um unsere Bürger zu entlasten. Vielleicht noch ergänzend zu Herrn Wanderwitz. Ich meine, man muss sich ja einfach, um das politisch Motivierte nochmal anzuschauen, man muss sich einfach anschauen, was, er war ja mal Ostbeschimpfungsbeauftragter, so habe ich es immer genannt. Und genauso hat er ja im Prinzip die Wählerschaft in Sachsen hauptsächlich auch beschimpft im Bundestagswahlkampf. Die Quittung hat er bekommen. Er wurde nicht wiedergewählt, er wurde abgewählt als Spitzenkandidat, als auch Spitzenkandidat der CDU Sachsen. Und dass man dann natürlich versucht, diejenige demokratisch legitimierte Partei, die in Sachsen stärkste Kraft ist, in den Umfragen, aber auch zur Bundestagswahl, mit diesen Tricks aus dem Amt bzw. auch seinem Wahlkreis wahrscheinlich wiederzubekommen, ist sowas von durchschaubar. Und ich meine, Herr Wanderwitz glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Antrag im Bundestag mit den Mehrheiten im Bundestag zu einem Verbot der AfD führen könnte. Das ist undemokratischer Diskurs, absolut undemokratisch und auch rechtswidrig, was dieser Mann macht. Er spricht ja sogar davon, dass dann die Mitarbeiter entlassen werden müssten, sofort, dass die Mandatsträger sofort aus den Parlamenten verschwinden müssten. Das erinnert an düstere und dunkelste Zeiten, die wir in der Geschichte schon mal hatten. Wir sind natürlich gegen Erhöhung weiterer Kosten, vor allen Dingen Energiekosten. Und das erleben wir ja gerade. Vor allen Dingen ist dann ja die Frage, wenn man schon so viel soziale Wohltaten wie Deutschland überall in die Welt verteilt, auch im eigenen Land verteilt, in Form von Bürgergeldern, wer das eigentlich bezahlen soll. Und wir erleben es, ich habe es eingangs gesagt, an der Deindustrialisierung. Und ja, wir sind dagegen, dass man aus fossiler Energie aussteigt, weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist. Wir werden mit sogenannten erneuerbaren Energien noch dazu ein Industrieland wie Deutschland nicht versorgen können. Das ist einfach ein Faktum. Noch dazu, wenn man die Speicherkapazitäten sieht, etc. Also werden wir auch in Zukunft, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten 50, 100 Jahre auch noch Gas brauchen. Noch dazu sind ja 50 Gaskraftwerke, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, gerade aufgrund des Kernausstiegs,
geplant, um übergangstechnologisch Energie in Deutschland bereitzustellen. Also wir bauen aktuell und planen aktuell 50 Gaskraftwerke. Mit was sollen denn die bedient werden? Wo sollen das Gas herkommen, wenn wir diese Klimapolitik weiter betreiben? Also diesen Nonsens müssen wir durchbrechen. Ich bin der Meinung, dass wir natürlich auch dahingehend gute Beziehungen in alle Welt brauchen, damit Energie auch wieder bezahlbar ist für unsere Industrie, für unsere Wirtschaft, damit unser Wohlstand erhalten bleibt. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche Sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können Sie sich ausrechnen, welche Gefahr das für Ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung, und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.